Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von GTA 4. So, wir am Anfang jeden Parts jetzt und auch später noch, machen wir ein paar Tauben und ich würde sagen, fangen wir an mit dieser hier. Die ist blöd versteckt, also für die hätte ich wirklich wahrscheinlich lange gebraucht, um sie zu finden. Also ich habe jetzt lange gebraucht und deswegen war es gut, dass ich vorher nach ihr gesucht habe. Blöd versteckt hier auf so einem Dach und ja, muss man erstmal hinkommen. Aber ich hab's geschafft und ich werde jetzt den Weg zurücknehmen, den ich gekommen bin. Weil ich will jetzt da auch nicht runterhüpfen. Deswegen. Na komm, Nico, kommst du. Komm, steig über den First Mann. Gut, dann laufen wir schön hier auf dem First weiter lang. Na komm, ein wenig schneller geht's schon, ne? Upp, und ab. Na, 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 bloß nicht runter. So auf die Schiene springen muss man auch nicht unbedingt. So, komm. Upsa. So, hier, komm. Springen wir. Alter. Nico. Ach so. Falsche Taste. Ich bin auf Sprinten gedrückt. Statt springen. So, also ich laufe jetzt hier in den Weg runter. So. Aber ich klaue mir ein Auto, weil das hier schon gerade so schön parat steht. Nehmen wir gerade das. Chikavudu. Nein! Alter, du blöder Wichser! Du gibst mir jetzt gefälligst das Auto und machst keine Faxen mehr. So. Weil du Faxen gemacht hast, fahre ich dich gleich nochmal ein Stückchen um. Oh, da sind die Bullen. Und wir fahren jetzt gleich zur nächsten Taube. Ich habe heute wieder 6 Tauben vor. Ich hoffe mal, das klappt. Und ich werde heute wieder zu Brucey gehen am Ende des Parts, weil ich nämlich die letzte Taube, die ich heute mache. Ja, von Live getrennt. Juhu. Die letzte Taube, die ich mache, wird direkt bei Brucey sein. Und da könnte es sein, dass wenn ich da in den Hinterhof laufen will, direkt die Mission annehme. Und ja, von daher kann ich mir gleich vornehmen, die auch zu machen. Hatte eigentlich vor, ja, am Ende zu. Ist das M für Mallory? Weiß es gerade gar nicht. Ja, da jedenfalls hinzugehen, aber das mache ich dann im nächsten Part. So, und wieder eine Taube weg. Also wenn ich das weiterhin so mache, geht das wahrscheinlich recht fix. Bin mal gespannt, wie viele Tauben. Ja. Also schätzungsweise werde ich beim nächsten Mal. Das sind nämlich die Tauben auf dem Flughafen markiert. Da könnte es etwas kniffliger werden, die zu holen. Aber, ja, ansonsten eigentlich nicht sonderlich, würde ich sagen. So, ich muss hier jetzt eigentlich einfach nur vorfahren. Dann müsste so eine Straße kommen mit Hinterhofgässchen. Ja, da ist. Gut, dann fahren wir da mal in die Hinterhofgässchen. Ich weiß es jetzt nicht, war das das mit dem Basketballplatz? Oh ja. Gut, das heißt, ja, da sind vielleicht ein paar Leute. Nein, da vorher waren vorhin auf jeden Fall mehr Leute. Aber ist mir jetzt wurscht, ich schieße die Taube vom Auto aus. Oder auch nicht. Naja, gut. Das zeige ich mal halt mal kurz aus und knallen die Taube so ab. Die hockt aber auch so blöd auf dem Basketballkorb, ne? Könnte man eigentlich mit Basketball abwerfen, aber nö. Okay, ich glaube, jetzt markiere ich mir doch mal die nächste. Was hat hier gerade umgekürzte Reihenfolge? Welche habe ich denn da? Ah, 26, 25, 24. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt diese hier. Das ist allerdings Nummer 21. Naja, markieren wir doch lieber hier. Das ist nämlich nicht auf der Autobahn, sondern unter der Autobahn. So, und dann haben wir nur noch zwei auf dem Weg zu Brucey zu erledigen. Und dann haben wir die Tauben für diesen Part auch schon wieder mal geschafft. Tja, der hatte Pech. Sag ich jetzt mal so. Ach, das sind wir ja schon. Leck mich am Arsch, du.
So, wo waren jetzt hier die Taube? Ach, da oben. Prima. Warum hast du denn das Auto ausgemacht? So fest habe ich doch gar nicht gedrückt. Das kannst du gerade wieder anmachen. Ja, fahren wir eigentlich einfach gleich Richtung Brucey. Ja, nee. Ja. Ich muss diese Straße hier rauf. Richtung Norden. Und dann direkt, ja, ein paar Autos umfahren und hier abbiegen. Ja, boah, also die Bullen lassen wir mal blöd stehen. So, und hier irgendwo ist eine Taube. Da sieht man sie schon auf dem Ding. Und die ist immer so komisch markiert, ne? So, bitte. Weg ist sie. Mit der Pistole. Ja, hab aber auch einen Schuss für die Pistole. Ja, das ist Muni. So, und die letzte Taube für heute ist direkt bei Brucey. Wenn ich da mal hinkäme. Ja, was halt blöd ist, die ist in dem Hinterhof da. Und der einzige Zugang zu diesem Hinterhof liegt natürlich da, wo der Startmarker für Bruceys Mission ist. Und zwar hier. Ich glaube, ich parke mein Auto mal hier über dem Hydrant. So. Und versuche mich da dran vorbeizuschleichen. Ja, klappt doch. So. Ich würde nämlich gerne diese Taube, die ich höre, aber nicht sehe. Die war doch hier irgendwo. Moment mal. Da ist sie doch. Oh, Alter. Die ist aber nicht. Die hat nicht diesen Schimmer um sich, ne? So, und ab zu Brucey. Out of the closet. Hey, man. Hey, guys. Ach, Roman ist auch da. Sexy! Hey! Hit me! What? Hit me, come on! Oh! Nico, you wanna go on a date? Come on! What's wrong with you? Okay, who is she? That's the thing. It's a guy. Fuck you. No, dude! Listen! The cousin of that guy you killed, Lyle Rivas, owes me a lot of money. And the dick won't pay. Instead, he said he's gonna have me killed, that bitch! Hi-ya! Brucey, you got to chill. For real. Yeah. Now listen, NB, this guy isn't hiding, but he's a serious... He's a serious cockhound. Oh, so you think of me? No, but the guy knows me, and I don't think anyone would date that fat slob. So, I'm just doing your profile. All right, let me see. I am a vulnerable guy who needs to be held by big, strong arms? Yeah. You got to be kidding me. I knew we should have made him a giver, not a taker, Brucey. Oh, shut up! Now listen, Nikki. I need you. We'll pay heavily for this. Okay. And Roman, cousin, you're a dick. Nicky! Shit. Der hat doch echt einen Sprung in der Schüssel. Begib dich zum Internetcafé, okay? Das ist ja nicht weit weg. Oh Gott. Was die von mir verlangen hier, ist ja echt unglaublich. So, jetzt. Du fährst mein Mann. Der fällt mir einfach auf die Füße, der Drecksack. Brennt echt der Kittel. Ja, übrigens, den zwei brennt auch der Kittel, also beiden. Sowohl Roman als auch. Sowohl Lucy als auch Roman. So rum. Aber das ist eine Geschichte. Wohl. Ist gerade die Geschichte, in der ich mittendrin stecke. Hier ist unglaublich. Oh, ja, sollte vielleicht doch besser außen rumfahren. Diese Abkürzung sah eng aus. Eng ist zwar dehnbar, aber man muss es ja nicht übertreiben. Alright, man. I'm at the Internet Cafe. What now? The website is Love Meat. Go to it,
bro. The guy you want to date with is using French Tom as his screen name. You heard Animal Man. Eat him alive, okay? Mhm. Benutze einen Computer und suche zu Surf to Love Meet Net um French Tom zu. Ja. Ich soll einen Kerl daten? Warum nicht? Nehmen wir doch direkt das da. Nicht so schüchtern. Suche nach. Das Leben ist scheiße. Susi sei. Ja. Oh Gott. Warum steht der da drin? Ach so. Alter, was sind das für Typen? Und warum? Ach du Schande, French Tom. Wie er da guckt, der Woman. Der Nico. Was für Typen? Nehmen wir mal den French Tom. Mit Treffensarrangierung scrolle ganz nach unten und klicke auf Ausgehen. Sexualität. Schwul. Ich glaube, ich gehe da nochmal zurück und schaue mir mal mein eigenes Profil an. Ein verletzlicher Mann, der von großen Sagen Arm gehalten wird. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, ich lese mir das jetzt nicht alles durch. So, wo ist er denn, der French? Frenchy Tommy, da ist er. Körperbau heiß. Das sieht sowas von scheiße aus. Aber egal. Ich werde dir von mir erzählen, wenn wir ausgehen. Wenn ich dir antworte, dann wird dir auch gefallen, was du siehst. Steht auf, Profis Fabler ist dann verwirrt. Wird. Ah, mögliches Mitsingen. Ja. Steht nicht auf Leute, die finanziell angeschlagen sind. Mitglieder der Dick. Befriedigung ist. Ja gut, ich klick mal auf Ausgehen. Du hast eine Date-Anfrage an French Tom geschickt. Logge dich jetzt aus, okay? Lass etwas Zeit vergehen, damit French Tom Love Meet ansehen und dir mit einer E-Mail antworten kann. Ja, speichere ich. Ach, das war's schon, oder was? Muss ich jetzt hier nach E-Mails gucken oder was? Gleich mal gucken. Oh, Pussy hat wieder Melissa Bellick. What the fuck? Okay, ich hoffe, du hast diese Nachrichten antwortest. Oh, deine Mutter. Oh, antworten wir mal. Holla, die Waldfee, schreibt der Vieh. Alter. Ja, schreibt noch mehr. So. Ja, die gucken wir uns nicht an, obwohl könnte man eigentlich machen, ne? Um was geht's denn jetzt? Jo, Nico, was liegt an? Man hat mir von einem echt heißen Cavalcade erzählt. Du findest die Sätzchen übrigens in der Nähe des Parks in Outlook. Klaus ist für mich, Alter. Sollte ich mir Sorgen machen, dass man diese E-Mails zu mir zurückverfolgen kann? Zu spät, scheiß drauf. Ich wäre im Knast ebenso ein Alpha wie hier draußen. Ja, klar. Du bist übel der Alpha. Ich hol dir mal das Auto. So, da wir ja jetzt noch Zeit haben, passt das schon. Ich denke, im nächsten Part werde ich dann vielleicht die E-Mails checken, vielleicht werde ich aber auch direkt zu... Ist es Mallory? Ich weiß es gar nicht. So, wo soll denn die... Ach, die ist doch gleich um die Ecke! Moment. Könnten wir doch eigentlich... Ne, wir fahren nicht durch den Park, wir nehmen die Straße. So weit ist es jetzt nicht Umweg. Ah, Payne's Bay.
Ah, die Stelle sollte ich mir vielleicht merken. Da könnte ich vielleicht im nächsten Part vorbeifahren. Wenn ich... Wow. Wenn ich auf dem Flughafen fahre, weil ich denke, da kriege ich... Oh. Ich denke mal, da die Bullen stehen, werde ich jetzt gleich einen Stern kriegen. Aber wurscht. Scheiße auf den Stern. Ja, werde dein Fahndungslevel los. 2 Sterne auch noch. Fickt euch doch. Ich fahr nicht ins Paintway. Upsa. Das klappt auch ohne. Ich hoffe es jedenfalls. Ich bin halt geizig und will nichts bezahlen. Oh, da hinten stehen Bullenkarre in der Gasse. Oh, interessant. Aber jetzt erst einmal gucken, dass wir hier fortkommen. Ja, und schon hat sich das Radar wieder auf mich zentriert. Ihr Wichser. So, mal gucken. Ist einfach hier auf dieser Straße lang düsen und da haben wir's. Ja, wunderbar. Wunderhübsch. Denke, kann ich nochmal hier in die Richtung fahren? Jawohl. Gut, Radar, aktualisier dich. Gut, dann fahren wir dem Navi nach. Was soll's. Okay, die Karre habe ich schon wieder ein bisschen demoliert. Ich frage mich, ob ich es je hinkriege, dass ich eine Karre ohne Beschädigung abliefere. Oder ob ich sie immer demoliere. Das wäre ja mal, ja. Wäre eigentlich mal geil, eine Karre ohne Demolition abzuliefern. So, mal kurz auf die Uhr gucken. Ja, ich würde sagen, den Wagen liefere ich noch ab und dann mache ich einen Schnitt und suche die nächsten Tauben. Offscreen natürlich. Und dann, ja, könnten wir weitermachen, ne? Also erst einmal, ja, vielleicht mache ich das aber auch anders. Ich suche ein paar von den Tauben und den Rest in der Aufnahme. Das könnte ich vielleicht auch machen. Also zumindest, ich suche all die Tauben, die ich, für die ich nicht auf dem Flugplatz muss, am Flughafen rauf muss. Und dann werden wir sehen. All right, man. I got hold of the cavalcade. I'd like to see you try and take one of my cars, NB. Not a fucking chance, baby. Thanks, Brucey. Let me know if there's something else you need. Naja, du willst bestimmt noch viel mehr haben. Au! 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 Du Wichser! Kannst du ein bisschen aufpassen, wenn da einer auf die Straße läuft? Pass echt schnell in der Fahrschule auf, was? Wichser! Gut, ich mache, zurück. Optionen, Schlafmodus, ja, und Suche nach Tauben. Bis zum nächsten Part. Macht's gut und ciao.